schon. Okay, gewonnen? Ach, nee. Ende. Ah, shit. Ich finde interessant, dass man auch mal andere spielt und so. Ach, und jetzt geht. Was, wie cool das einfach ist. Machst du irgendwas? Oder? Ich habe die. Das ist quasi die Attacke, die ich auf- und ausgelöst habe. Ja. Das ist quasi die ultimative. Oh! Wie gut! Die ultimative gut. Attacke. Und dann kann ich noch eine normale Chakra-Attacke machen. Eine ganz okay Attacke. Wäre die hier. Mal gucken, ob die trifft. Ja, okay, das war die. Dann muss ich auch anscheinend am Nahkampf machen. Aber du hast sie bestimmt kurz verwirrt. Fuck. Thanks for all the fish. Oh! Bam, 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 ja, bam. Ja, aber. Das ist ja schon fast tot. Ja, der ist nicht ganz so. Nee, der kommt macht die bei, Kamera nichts, ja. Gar nichts drauf hat er. Ach nee, da ist ja noch das ist halt wirklich Klone, ne? Und deswegen ist es okay, weil das simpel ist, weil es einfach so unfassbar cool ist. Ja. Sieht echt gut aus dabei. Wenn es sich trotzdem gut anfühlt. Ja. Support Dive. Oder Drive. Also, ich spiele jetzt auch mit Absicht auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad, weil ich jetzt halt nicht groß. Ja, ja, ja. Aufgehalten. Und der hat auch einfach die Fähigkeit, sich zu spalten, oder? Wie zu spalten? Weil du meintest ja, das kann irgendwie jeder. Ja, jeder kann sich klonen und in Wasser oder Rauch oder Holz oder sonst irgendwas auflösen. In Holz? Jeder. Ja, ja. Manchmal kommt einfach, dann kommt so Rauch, piu, und dann liegt er nur noch im Baumstamm. Geile Fähigkeit. Weil die müssen immer irgendwas hinterlassen, wenn die sich wenn das halt. Wenn die ach halt so, ja, 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 okay, stimmt. So. Dann ist es halt manchmal irgendwie ein Lock oder sonst irgendwas. In dem Spiel gibt es tatsächlich ganz. Das ist ein eigenes Collectible, dass du, wenn du dich irgendwo hinweg teleportierst im Kampf, ein anderer Gegenstand da liegen bleibt. Du kannst halt irgendwie geschaffen, dass dieses Schwein, diese Schweinstatue dann da steht. Irgend so ein Kram. Totaler Blödsinn. Weird. Ja, aber in dieser Welt finde ich schon wieder schön. Ja, also das war jetzt einer dieser sehr ganz normalen Kämpfe, wie sie auch im Multiplayer oder sowas aussehen würden. Ja, aber sieht. Achso, jetzt musst du nochmal. Was? Ach nee, die waren zwei. Da gibt es ja noch zwei andere. Hat sich hier an vier gespalten und da war ja kein. Achso, muss ich mit als Lee und Guy keine Ahnung. Weil die haben sich doch vorhin. Das kann sehr gut sein, ja. Jetzt kommt der harte Kampf. Weil einer von denen muss echt gewesen sein dann. Ja, aber ich glaube, die sind dann deswegen nicht stärker. Ja. Ja. Da ist jetzt ein bisschen. Das war nicht, war nicht Lee der kleine Bruder von Guy? Nee. War das nicht so? Mhm. Die haben wirklich nichts miteinander zu tun. Nicht, dass ich es jemals in 500 Episoden gehört hätte. Okay, und die Designer so, wir also brauchen noch so eine Figur. Halt also der sagt irgendwie nie Papa oder so, oder Bruder soll immer nur Sensei und Master und der will immer also so wie so er sein. So sein wie, ach so, okay, dann ist Lee einfach die Imitation von Guy. Ja. I will fucking eat your soul. I did. So. Die beiden sind deswegen speziell, weil sie keine Ninjutsu benutzen. Ninjutsu sind diese Attacken, wie sie gerade Neji benutzt hat, mit dem blauen, diese Magie-Attacken quasi. Magie, ja, wollte gerade sagen. Chakra-Attacken. So. Und die benutzen keiner von, die benutzen nur Nahkampf, die benutzen nur Taijutsu, ist das, glaube ich. Das ist Taijutsu? Ich glaube schon. Und das, wenn ich dann seine ultimative Attacke mal mache, sieht man das auch. Ach, sieht das gut aus. Oh. Ich finde diese Kamera so geil, wenn in den Schlag so reingeht. Da spürt man die Energie. Ja, wirklich. Lädt sich der andere jetzt wieder auf, was die Energie angeht? Nee. Welcher andere? Der hat jetzt ja gewechselt eben gerade. Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Nee, die haben da. Siehst du das zweite Porträt da? Mhm. Das ist einfach nur, wenn ich jetzt LB drücke, da dann kommt er für eine Attacke zur Hilfe dabei. Ach so, okay, die lädt dann quasi. Okay. Aber man braucht es manchmal, um bestimmte Konditionen im Kampf zu erfüllen. Genau. Wir hatten einen so einen Kampf, wo der mal auf einem Felsen stand und du musstest dann den Partner holen, den da runterzuholen. Wenn man nur noch wenig Energie hat, kann man sich tatsächlich auch so ein Awakening machen. Also so eine Transformation quasi. Okay. Super Saiyan. Im Grunde. Kaioken! Ja, eher Kaioken als Super Saiyan, das ist richtig. Wenn schon Dragon Ball vergleichen, dann richtig. Doch, da müssen wir mal deutlich werden. So, ich will jetzt einen super Kampf hier sehen. Ach, die gute alte Zeit, wo es nur Kaioken gab. Naja, so lange gab's. Ich hab das ja alles völlig überfordert. Also ich habe Dragon Ball früher auch geguckt ein bisschen, also wirklich, als es anfing. Noch in Deutschland die kleinen Dragon Balls? Ja, genau. Die kleinen Dragon Balls. Die kleinen Dragon Balls. Wo es wirklich noch um die Dragon Balls ging. Ich hab nie... Ja, stimmt. Ich überlege gerade, ob ich jemals einen Dragon Ball irgendwo anders als im Vorspann gesehen habe, wenn die im Vorspann waren, aber ich glaube nicht. Hä? Also ich dachte tatsächlich immer, ohne Witz, wo ich habe bei einem Kumpel das erste Mal gleichzeitig von Dragon Ball und Pokémon gehört und der hat mir das in einem Fernsehen gezeigt. Ach komm, du dachtest nicht, dass der Pokémon Ball... Und ich dachte, dass der Pokémon Ball die Dragon Balls wären
und dachte deswegen halt immer, dass Pokémon Dragon Ball wäre, dass das die Dragon Balls wären. Und dann wurde mir das auch gesagt, oh! Das war schon... Oh. Also da war ich ja sehr jung, das muss, ja, wann, ja, ja, wann ja, lief ja. das? Also ich kenne es mein ganzes Leben, also da muss ich irgendwie 6 oder sowas gewesen sein. Das waren die 90er. Ich weiß es nicht. Aber Dragon Ball, die Urserie, hatte noch einen ganz anderen Ton als Dragon Ball Z. Dann war ernster, oder? Ne? Nee. Nicht. Also nicht ernster? Dragon Ball Z war das Ernstere und Dragon Ball war dieses leichtherzige Abenteuer des kleinen Jungen. Ich weiß nicht mehr, was ich geguckt habe. Also allein Prinz Pilaf ist ja der Bösewicht im Original Dragon Ball und das ist halt so ein kleiner hellblauer Gnom. Ja. Der zwei Trottel als Handlanger hatte. Beste Kombination ever. Ja. Die Oma kommt mit uns, weil deren Grandchild, das ist Englisch für Enkel, ist ein Teil von Akatsuki. So. Und von einer von denen, die gerade Gaara entführt haben. Die sagt, also ich werde meinen Enkel mal zeigen, wie man das macht. Ja. Und deswegen kommt jetzt mit und hilft uns. Und ich hoffe wirklich, dass wir langsam ankommen. Die hat bestimmt voll die fetten Moves drauf. Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns jetzt direkt dahin begeben. Ja. Ja, komm schon. We're heading to the Land of Rivers, genau, und da ist quasi das Versteck. Mm. Wir wissen, dass es dort ist, weil es ist nicht so gut versteckt. Dieser Pfeil, der die ganze Zeit dahin zeigt. Könnte damit zu tun haben. Wie so Dr. Evils Basis. Da müssen wir noch eigentlich müssten die da drin versteckt sein, ne? Ja, in dem Kopf. Und das heißt auch böse. Eins, zwei. Evil. Die Reihenfolge, in der man drücken zählen. Muss. War wie Magneto, der früher in den Comics seine Bruderschaft, die Bruderschaft der bösen Mutanten genannt hat. Niemand drauf gekommen, dass sie bösen sind. Brotherhood of Evil Mutants. No fucking way. Sowas denkt sich auch nur jemand aus, dass ich selber Magneto nenne. Ich finde, hier in Narutos Trainingsanzug müsste ein bisschen enger anliegen, weil so sieht immer so dick aus, ist es. So schön hauteng, dass du jede Körperfalte siehst. Nein, aber das schlägt genau Spandex. Damit ist er flexibler. Das stimmt. Das ist voll, da sieht es viel cooler aus, wenn dann der Wind da so reinweht oder so. Naruto sieht später, also sehr viel cooler aus. So jetzt aktuell im Manga-Anime hat er ja einige sehr coole. So, tatsächlich ist er mittlerweile, hat er verschiedene Super Saiyajin-Formen. Mittlerweile ist es dann doch schon soweit tatsächlich. Ach komm, wie auch muss ich denn jetzt noch? Das ist dämliches Filler. Vielleicht spule ich den Kampf vor. Was? Wieso? Den hier? Ja. War jetzt wieder einfach nur. Ah, doch nicht! Das ist Itachi! Itachi ist der Bruder von Sasuke. Sasuke ist dieser Emo-Typ, den du immer siehst. Ja. So, Sasuke, der hat ja... Der war doch in der Serie am Anfang noch so der Naruto. Der coole Rivale. Ja, genau, der Naruto. So, mittlerweile hat er halt das Dorf halt verlassen, um halt Itachi zu jagen. Weil Itachi hat ja seine gesamte Familie und den gesamten Clan von Uchiha umgebracht. Und keiner weiß wieso. Kommt gerade alles wieder. Keiner weiß wieso. Und deswegen ist halt Sasukes Lebensziel, seinen Bruder zu töten. Und alle sagen, mach's nicht, du bist besser als das. Aber stattdessen ist er jetzt halt lass abgehauen. Das mal. Ist am Ende von Naruto abgehauen und mit halt den Bösen halt quasi mitgekommen, um trainiert zu werden. Um dann gegen Itachi antreten zu können. Ja. Oh, spielst du mit Kakashi? Ja, cool. Itachi ist auch ein ziemlich cooler Sau. Sehr hoher Kragen. Weiß ich nicht, wie ja, sehr der andere Fan Typ davon hatte gerade schon so einen hohen Kragen. Aber der hier ist noch mehr Dracula-Style. Stimmt, ey. Also, wofür steht der Kragen jetzt gerade bei euch? Nichts. Wieso? Also, weil das klang gerade so bedeutsam. Ein sehr hoher Kragen. Oh ja, ein sehr hoher Kragen. Nein, ich dachte, das ist bedeutend ein hoher Kragen. Oh, okay, gut. Das zeigt die Evilness. Ah, ich kann leider sein Ultimate Jutsu nicht benutzen. Wieso nicht? Stand gerade in den Battle Conditions. Ach, verdammt. Warum? Und wenn du es doch machst, ist dann verloren. Ja, geht ja nicht. Ich kann's nicht. Achso, es geht einfach nicht. Okay. Also, er hat einen hohen Kragen, aber ansonsten steht er auch eher so rum, ne? Eigentlich ist er ziemlich awesome. Der Itachi macht. Die coolen Gegner, die stecken doch erstmal ein, richtig, dass du denkst, jeder in der Route die coolen. Das mache ich ja auch erstmal. Ich lasse mir auch immer das Maul auf. Der greift tatsächlich hauptsächlich mit seinen Augen an. Oder ah, fast mit deinem Blick. Der hat, wie heißen die Augen nochmal? Oh, wie unangenehm. Das ist jetzt für Naruto-Fans so wie unangenehm. Weil, wow, das ist cool. Weil darum geht halt eigentlich die ganze Serie fast. Der hat das. Nicht Rasengan, das ist Narutos Attacke. Ah, oh, Leute! Egal, mir fällt der Name leider gerade nicht ein. Der hat so spezielle Augen, mit denen der halt Sinnestäuschungen machen kann. So, und deswegen, wenn die dem dann in die Augen gucken und dann blinzeln oder sowas, dann denken die plötzlich, die sind irgendwie an ein Kreuz genagelt und werden da gefoltert, aber jetzt nicht eigentlich stehen nur in der Gegend rum. Ja. Aber so besiegt er die dann, dass er die quasi in so eine Scheinwelt zieht und dort dann foltert. Und auch diese Raben sind halt eigentlich nur so eine Vorstellung von seinen Gegnern. Und dann kann der mit seinen Augen irgendwelche Monster dabei beschwören und so also ein Kram. Und wenn man ihn nicht anguckt?
Das ist tatsächlich eine der Kampfstrategien, so grünliche Augen und so. Damit wird sehr viel gespielt. Hm. Das finde ich schön. Würde ich aber gerne mal bei den richtigen Kämpfen ankommen. Ja, ja, aber ich finde das alles sehr sympathisch. Ich mag das sehr. Ja, es gibt mir auch ein bisschen Zeit, um meinen Naruto... Fetisch? Sagen wir, es ist schon Fetisch. Also, Fetisch. Ich finde schon, dass das sehr... Wenn du wüsstest, wenn deine Äuglein leuchten... Ey, wenn Second Time Spiel rauskommt, dann werden Tom und ich dich sowas von tot... Du guckst, hast es auch geguckt, oder? Ich hab's yeah. auch, aber ich habe es nicht bis zu Ende geguckt. Das hat mich verloren. Ja, man guckt es trotzdem. Also ich weiß, aber wahrscheinlich kann so einen 12-13, oder? 24 Episoden Anime a 20 Minuten... Ja, ja, alles was, also ich bin da im Wald, bin ich, wo die quasi das Team geformt haben und der erste weibliche Titan aufgetaucht ist und so. Ja, gerade wieder spannend. Ja, wirklich richtig geil. Ja, aber dann bin ich wirklich vorher, also das war so, ich dachte, nee. Aber also, da hast du die Phase noch geschafft. Echt? Eigentlich schon. Dann bin ich quasi an den Restbeständen. Also ich würde dir total zustimmen, dass der Anime seinen Anfangsdrive verliert, aber er kriegt nochmal so ein bisschen. Aber okay. Also du bist jetzt genau an dem Punkt, hast du quasi aufgehört, wo dir wieder losgeht. Okay, verdammt. Also ne, die rennen dann ja da rum und labern und vor allem, dir fehlen ja dann nur 5 Episoden. Oder? Das ist nicht viel, aber es hat mich tatsächlich gelangweilt. Ja, also ich möchte dir absolut, also wirklich. Okay. Da gibt's wieder, also das wollte ich hören. Es gibt Anfang, awesome. Aber das liegt tatsächlich daran, weil der Anfang so unfassbar awesome ist, dass das Level so oben ist und es ist ja, glaube ich, nicht schlechter, aber... Jetzt sind wir da. Jetzt geht's los? Ich hoffe, das ist jetzt so ein spektakulärer Kampf, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, doch ist es. Das ist Gaara, der entführt Dumme. Und das ist der Akatsuki, die quasi jetzt dieses Monster aus ihm heraus beschwören wollen, weil sie die quasi sammeln, aus unbekannten Gründen. Naja, gotta catch them all. Und Itachi ist halt auch Teil von Nothing to do, catch them all. Geht bei Akatsuki. Gleich so eine Pikachu! Use the Thunder Shock! Use the Thunder Strike! Pikachu! Wir sollten mal Aaron Hansen einladen. Ja, ich glaube, der hat viel Spaß hier. Versteht zwar kein Wort. Egal, funny Germans. Dämmblend. Kommt richtig, ey. So viel schöner als Anime, ich muss mal wieder sehen. Ja, ich sag nur, wenn die ein Next-Gen-Spiel machen, dann geht's ab. Naja, aber so viel besser. Also es kommt ja auf jeden Fall, also die kommt ja jedes Jahr ein neues Naruto raus. Deswegen wird hoffentlich nächstes Jahr dann mal. Verkaufszahlen sind auch nicht schlecht, ne? Die müssen gut sein. Eines der besten Franchises, die Namco Bandai haben. Das früher mitgekriegt, als ich noch im Verkauf war von Videospielen, dass da tatsächlich die Nachfrage immer relativ hoch war, was uns immer alle sehr überrascht hat. Ach, jedes Mal. Tatsächlich handfeste Infos. Genau, du hast bei GameStop gearbeitet. Kann man das mal sagen, tatsächlich. Ja, auch eine ganze Zeit. Also ich habe da einen ganz, ganz interessanten Blick hinter die Kulissen bekommen von so diesem Einzelhandel-Shit. Also gerade was Videospiele angeht. Ja, also wie da so die Publisher mit GameStop umgehen und wie GameStop mit den Publishern umgeht, da darf ich leider nicht so viel erzählen. Ach komm, ich bin vorstellen. Wer verbietet dir das, da was zu erzählen? Das habe ich leider unterschrieben. Das ist alles betriebsinterner. Nein, wir wollen dich ja nicht in Schwierigkeiten machen. Naja, für GameStop, da bin ich jetzt schon ein bisschen aber enttäuscht. Du könntest es einfach mir zwischen den Folgen erzählen und ich erzähle dann, ich habe von jemandem gehört. Nee, du kannst auch erzählen, ich habe geträumt oder sowas. Oder wir sagen, ich habe das Max hat mir ein bisschen pass auf, hat mir jetzt Nacht ich erzähle, ich hätte bei Minimal gearbeitet früher, also es ist jetzt der Rewe und bei dem Wurstverkauf. Ich war mal in einem Laden namens Spielhalt und dort habe ich ein paar Informationen. Schönes Spiel. In dem Center, wo ich gearbeitet habe, da stand an dieser Beschreibung, welche Läden in den Centern sind, stand auch nicht GameStop, sondern einfach nur. Ich weiß, das habe ich auch gesehen. Das gibt's noch. Da ist schon irgendwas anderes. Ich überlege gerade, was da stand. Da stand nicht GameStop, sondern. Bei dem Laden, wo ich mit der Rising abgeholt habe, wo dein Kumpel irgendwie war. Ja, genau. Da stand nicht GameStop, sondern. Ich weiß es nicht mehr. Da stand irgendwas richtig Dummes. Game-Laden oder so? Nee, Game war das schon. Also irgendwas. Wir haben immer Witze gemacht, GameStop, dass das irgendwann mal. Aber es war irgendwas anderes. Oh nein, muss ich jetzt die Ziels suchen? GameShop? Oh. GameShop, ja. Verdammt, das ist wieder dieser Cool Justice. Ja, stimmt. Ja, GameShop. Der GameShop. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt nur geraten. Da habe ich, vorm Schild gestanden und dachte mir so, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das. Und das ist halt seit Jahren so. Ist immer wahrscheinlich dachte sich da jemand, GameStop, das wird doch nicht GameStop heißen. Niemand nennt es allein GameShop. Ich fürchte, wir haben jetzt Filler. Filler? Weil ich glaube, ich muss jetzt 5 Ziels suchen. Selbst das Spiel hat Filler. Ja, kann man das überspringen, die Episode. Ich muss jetzt, glaube ich, 5 Seals suchen, die entfernen.
Tags und für jeden Tag jedem 5 Robben. Und hinter jedem Ziel steckt dann ein Gegner, glaube ich. Okay, dauert das lang? Nee. Sagt er, wir gucken auf naja, die Zeit. Ihr habt ja schon die gesamte Welt gesehen. Naja, nicht. Achso, ich muss gar nicht hier lang. Also ist das hier in dem... Was? Was, 5 Seals auf dieser mal, Wiese das oder was? Schon. Nee, aber ich glaube, die... Was für eine Mission? Und doch keine Kämpfe. Okay, dann muss ich einfach nur sammeln, dann geht's ja fix. Hat er nicht auch gerade gesagt, one more left? Two remaining. Nee, two. Kann ich jetzt weiß, oder sind die echt hier? Nee, sind nicht. Doch, sind tatsächlich hier. Oh, das ist schon eine krasse Mission gerade. Das ist ja dann wirklich nur Filler. Also ich finde schön, wie sie ihre Mission, wie sie ihre geheime Basis geschützt haben. Ah ja, komm. Hau die Seals einfach mal hier hin. Ah, muss ich doch kämpfen. Also das gibt's auch im Anime nicht, ist einfach nur... Doppelgänger. Doch, gibt's wohl im Anime. Ja. Die kämpfen. Oh, das ist, oh ja, das ist diese Zeit im Anime, wo die noch keine Filler-Arcs gemacht haben, sondern die Hauptepisoden gefillert haben. Ja. Das heißt, eine dieser Kämpfe ging irgendwie 10 Folgen. Ach du Scheiße, genau. Das und das sieht so unfassbar, also das sind die hässlichsten Kämpfe, die ihr jemals gesehen habt in Naruto. Da hat irgendein Praktikant dran gesessen, hat einen Kampf irgendwie in einer Stunde animiert. Boah, das sieht so scheiße aus.